Willkommen zurück bei Moemon, genau, blattgrüne Edition. Und wir wollten immer noch hier durch die Villa stapfeln und herausfinden, was wir machen können. Und ja, ich hoffe mal, wir kommen den Rätseln in diesem Part auf die Spur, auf die Schliche. So. Ja, sehr spannend, hier ist nichts. So, ich bin ja hier jetzt reingesprungen, springen wir mal hier rein. Ja. Ah, sieh mal doch, hier ist doch was. Who are you? Der Schurken-Animal hier. Du bist krank. Genau wie dein Pokémon, das ist auch ziemlich krank, so wie es aussieht. Mein Gott, ein Smogmog. Das ist tot. Autsch. Ja, du hast es erfasst, autsch. Ach komm. Hier mal mit euren Effekten. Komm. Zack. Warum stehen hier eigentlich Blümchen? Carbon. So, jetzt geht's hier hoch und hier geht's runter. Oh, hier sieht's noch ziemlich in Ordnung aus, deswegen gehe ich mal nicht hin. Hier sieht es so steril aus. Was ist hier? What the fuck? Hä? Das ergab jetzt keinen Sinn. Ergab das für euch eben Sinn? Leute? Das war eher gruselig. Ich gehe durch eine ganz andere Tür raus und lande. Alles klar, natürlich. Diese Spiele müssen keinen Sinn haben. Niemals müssen sie Sinn haben. Niemals. So. Press it. Who wouldn't? Genau, da hast du recht. So, und hier runter. Whee. Ui, ouch. So. Hier ist ja dann nichts. Zur Tür wieder mal. So, was ist denn hier? Hier sieht's aber sehr gepflegt aus, muss ich zugeben. Ungewohnt, dass es so gepflegt hier aussieht in der Villa. Hier ist wohl nichts kaputt. Na, willst du fighten? Oh, where I am now? Where am I now? Plan, wer du bist? Frag dich das du selbst. Das ist doch nicht meine Entscheidung, wer du bist. Stirb! Level up! So, ein Ponita. Immer her damit. Die, Potato. Ah ne, die, Ponita. So. Boah, wie viel Kohle die geben. September der 1. Mewtwo ist zu stark. Wir haben bei den Versuchen gefailt oder so, was sie gesagt haben. So ihn in Zaum zu halten. Er ist einfach zu stark. Ah ja, ein Item. Ah, eine Top-Genesung, wie scheint. Oder ein Top-Trank einfach. Top-Genesung ist, glaube ich, noch was anderes. So kommt man jetzt hier raus auf jeden Fall. Und jetzt kommt man hier rein. Und da ist ein Wissenschaftler. Dieser Platz ist ideal für ein Labor, findet er. Finde ich auch, aber trotzdem muss ich ihn besiegen, damit ich im Spiel weiterkomme. Ja, eigentlich nicht, aber jetzt schon, weil ich den Kampf angefangen habe und ich rede in Rätseln, ich weiß. So viel dazu und Schüssele. Ich kriege ja richtig viel Kohle. So ist zu. Hier ist ein Pokéball. Oder, na, Blizzard. Das könnte ich Arctos beibringen. Mache ich aber nicht, noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Secret Switch wieder. Press it, who wouldn't? Genau. Jetzt ist die Tür hier offen. Da ist wieder ein Pokéball. Ein Item. Ah, Geheimschlüssel. Damit kann ich die Arena öffnen. Und Solarstrahl, nice. So, jetzt habe ich hier alles. Jetzt könnte ich eigentlich Fluchtseil einsetzen. Jetzt muss ich es nur noch finden. Escape Rope, genau. Ash ist der Escape Rope. Whee! So, und damit kann ich die super tolle Arena öffnen. Ja, damit kann ich das. Keine Ahnung, wer seine Arena von innen verschließt, damit keiner reinkommt. Ich meine, er ist ein Arena-Leiter, er muss immer offen haben, aber naja. Jetzt habe ich den Schlüssel zu der Arena und ich kann eintreten. Na, was? Yo! Champion Spee. Blaine heißt der, ist ein Feuerprofi.
Ja, wir sollten ein paar Feuerheiler mitnehmen und seinen heißen Geist mit Wasser kühlen oder so. Zu kämpfen. Er war ein Dieb. Aber ich wurde ein Trainer. Aber er wurde ein Trainer. Ja, er sieht immer noch wie ein Dieb aus. Naja, egal. Diese Arena sollte kein Problem darstellen. Eigentlich kein Problem. Wirklich kein Problem. Weil, ja, Toto kaut richtig rein, wenn es um sowas geht. Ja, was haben wir hier auch? Mona, Ninetales. Neun Geschichten oder neun Erzählungen. Super Name. Ja, kannst du auch kämpfen? Do you know how hard Pokémon Fire Breath can get? Naja, vielleicht so 100 Grad. Ah, da müssen sie aber schon ziemlich Mundgeruch haben. Komm, level up, level up, level up, level up! Komm schon, level up! Do it when you mean it! Wieder so ein Ninetales, ey. Wie oft noch? Keine Chance. Tschüss. Ach ja, diese Idioten. Ja, ja, heiß, 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 nicht wahr? So, hier, wenn ich dich besiege, geht die Tür offen, nicht wahr? So ein Streber. Zack, zack, zack. Und so viel dazu. Dann haben wir noch einen Charmander. Hey, Charmander. Ein süßes, kleines, unschuldiges Charmander. Vulpix. Was haben wir jetzt? Dein Vulcano. Zum Vulcano. Tschüss, Vulcano. So, mach die Tür auf. Danke. Hallo. Ja, er mag Feuer-Pokémon zu übersetzen. Oh, wie toll. Level 41. Super stark. Auf, danke. Na du. Oh mein Gott. Es ist ein... Sollte das ein Galopper sein? Ich nehme an schon. Derek. Level 49. Na, immerhin schon, ne? Wieder ein Trainer. Er war schon in vielen Arenen, aber die findet er anscheinend am geilsten. Am geilsten. So. Ich mag diese Arena auch ziemlich sehr, weil sie so einfach ist. Also Chigi ist mein Anfangslieblings-Pokémon von der alten Edition. Ich finde Toto einfach nur awesome. Alter, Mann, du kannst mich gleich schon so durchlassen. Du hast keine Chance. Ah, er will es einfach nicht lernen. Ebenso, zack, zack, zack. Und schüssele. So, aufmachen. Ach, das ist schon der Arena-Leiter. Mache ich den jetzt schon? Ach, ich mache den einfach, ohne mich zu heilen. Warum sollte ich? Ho! Ich bin Blaine. Der feuerrote Arena-Leiter dieser Zinnoberinsel-Arena. Okay. Ja, meine Pokémon können wirklich sehr heiß werden. Und sie machen alle Herausforderer fertig. Und du solltest lieber Feuereiler dabei haben. Findest du? Der sieht krank aus. Leader Blaine. Oh, er fängt mit einem Vulcano an. Eine schlechte Wahl. Und dafür habe ich Blastoise. Rollites Intimidate. Surfer. Reicht für dich aus. Wie gesagt, es reicht für dich aus. Zack. So, was setzt du jetzt ein? Ein Ponita. Ah, nee, ich will nicht wechseln. Wieder Surfer. Und das reicht für dich auch aus. Müsste es eigentlich? Jupp, reicht es auch? Jupp. So, was kommt denn jetzt zum Angebot? Rapidash. Ich glaube, das ist jetzt entweder Galopper oder... Ja, es ist Galopper. Level 42. Kein Problem. Zack. Tja, siehst du? Critical Hit. So, diese Arena ist scheiße einfach. Wirklich. So. Und jetzt setzt er, glaube ich, sein stärkstes ein. Und es ist... Akani. Ich dachte eigentlich Magma, aber... Okay, dann ist es halt Akani. Wie er will. Trotzdem hat so gut wie gar keine Chance. Ist das nicht geil?
Feuersturm, ich hab Angst. Ey, ich bin ein Wasser-Pokémon. Schon mal darüber nachgedacht, dass Feuersturm irgendwie nicht sehr effektiv gegen mich ist? Er setzt Supertrank rein, so ein Skiller. Komm, das verschneller war jetzt mal ein bisschen. Zack. So viel dazu. Und Level 50. Hey, was sagt man dazu? Schöne Leistung. So. Jetzt geht's irgendwie schnell mit den Trainern. I have burned down to nothing. Not even ashes remain. You have earned the Volcano Badge. Also wir haben den Vulkanorden erhalten. Yay. Ha. Der Vulkanorden macht deinen Spezialangriff und so von deinen Viechern. Und du kannst das hier auch noch haben. Der macht 38. Ah, Feuersturm. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Das machen wir ein bisschen schneller. Lalalala. Lalalala. Und raus. So, damit haben wir... Oh, wer bist du denn? Hä? Hey, wenn das nicht Ash ist. Guck, ich bin's, Bill. Lang nicht gesehen. Ich hoffe, du nutzt immer noch mein PC-System. Nun, hör zu. Also, seit wir uns hier getroffen haben... Ach so, da ist ein kleines Island genannt. Island? Ein Island? Ein Freund, ein Freund besucht mich gut. How about it? Do you feel like coming with me? Yes. Alright, then let's go. Wut? Okay, das Boot, seine Eltern. Oder so. Here we are, this is one island. Hier sind noch mehr Inseln rumum und das ist eine von ihnen. Okay. Let's go to Celio. Okay, das habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass das so klappt. Ich dachte, das klappt anders, aber okay. Dann geht's halt auch so, dass wir zu den Islands können. Hallo, Celio. Oh mein Bill, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ja, naja, na, wie geht's? Oh, warte eine Sekunde. Das ist mein Kumpel Celio. Ah ja, er hat den PC mit PC-System erfunden oder so. Ja, ich bin ein Pokémon-Champion. Zumindest will ich einer werden. Keine Zeit. Wie geht's mit der Maschine voran? Sie funktioniert gut, aber wir müssen noch ein bisschen da rumwerkeln und dann ist es ganz cool, ne? Lass mich mal sehen. Aha, okay. Ich glaube, wir können es zum Laufen bringen, okay? Also, kannst du kurz rausgehen? Okay, es wurde called Two Island. Oh, wer hätte es gedacht? Gut. Ach, ich soll so einen Typen jetzt Meteoriten schicken. Oder geben. Please take this. Den Tree Pass. Da-di-di-du. So, 1, 2 und 3. And you should have this too. Ah, extra Seite für die Straßenkarte, für die Karte einfach. So, how about we'll try this und so, ja. Gut, wir sind jetzt auf Island 1. Das ist lustig. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass das so geht. Gut, wir können jetzt ein bisschen hier rumlaufen und wir sind auch noch ein paar Trainer, wie ich in Erinnerung habe und... Aber so viel Wichtiges ist hier eigentlich gar nicht. Einfach nur Trainer noch. Ach, scheiße, ich habe ja keinen. Ach, Level 19, was soll der Scheiß? Das ist nun mal wirklich nicht wirklich meine Liga, mit der ich mich abgeben muss. Aber warum... Ach nee, Full Restore doch nicht. Genau, das wollte ich. Loli, lali. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal meine Pokémon hier trainiere. Wie zum Beispiel eigentlich Razov. Ja, genau, Razov soll die mal eine Runde trainieren. Bist du? Aha, sie kriegt langsam einen Sonnenbrand. Das ist schön für sie. Oh mein Gott, Anton, das sieht... das sieht lol aus. Mit so einem Sonnenhut oder so einem Hut auf dem Kopf, ey. Psyduck. Rein Psyduck. In your face, Psyduck. Oh mein Gott, kreide schreien. Psyduck. Und ein Entoron. Das sieht auch gut aus. Bams. Oh mein Gott. Bams.
Oh, Konfusion. Bams. So viel das. Abigail. Oh, you're so awful. Yes, I am. Wow. So, was ist hier? Okay, hier ist... Hier ist... Ah, ja, okay, okay. Scheiße, hier ist sowas. Sowas mag ich doch nicht, Gras. So. Ich bin ja kein Schniefer und Raucher und so, ne? Hey, Mauzi, das passt doch perfekt. Und tschüss, Mauzi. Und es kommt ein Pikachu. Na, das kriege ich auch noch hin. Alter Face! Oh, ein Pipi. Yes. So viel zu Pipi. Ching, Aufschieb, yay. Und wieder ein Mauzi, das kriege ich auch noch hin. Zack. Yay. So, hier können wir auch noch mal ein bisschen schön trainieren, wie scheint. Super. Zack, zack, zack. Komm her, keine Chance. Das hat jetzt aber wirklich meine Erinnerung, dass die Islands doch so kommen. Also, dass man sie doch wählen kann. Ich dachte, die kann man auch erst nach der Liga machen. Naja, es ist lange her, seit ich Rot, Feuerrot und Blattgrün das letzte Mal durchgezockt habe. Naja. Sad Slash. Und da wähle ich einfach mal Relaxo. Relaxo. Stärke. Oh, er macht irgendwas mit Verteilung erhöhen. Oh mein Gott, Sternschauer. So, dazu. So, Radikal auch nochmal besiegen. Oh mein Gott. Bams. Yay, Level up, Level 40. Oh, Bloom. Okay. Ach ja, ist ja vergiftet, das arme Vieh. Das Vieh. Antidote. Und zack. Friss und vergiss. Habe ich noch irgendwie... Genau, das wollte ich noch. Ja, genau. So will ich es. Okay, hier ist ein... Scheiß der gerade dahin? Ich hoffe mal nicht. Mega Punch! Oh, wow. Oh, Aurora-Strahl. Super. Nochmal Aurora-Strahl. Hör auf mit dem scheiß Aurora-Strahl. Es nervt. Alter. Oh fuck. Das ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen. Okay, ja, das ist in Ordnung. Oh. Ficken. Ja, du mit deiner Rohrstrahl gewissen. Och, komm schon, Mann. Alter. So langsam. So, bam, bam, bam. Tschüss, Mann. Bartheubel. Das setzen wir noch mit lieben Gartenia ein. Bam in your face. Oh, steigt auf. Yay. Hey, Water. You're a good you. Ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass ich perfekt bin. Na, was ist hier? Oh, Pokéball. Ah, das ist Top-Genesung, glaube ich. Oder nee, das ist... Ach, was laber ich, das ist Top-Schutz. So, was ist denn hier? Ach so, ich kann sie zerstören. Ich habe sie Trümmer gar nicht jemandem beigebracht. Naja, wäre ein Item hinter, gut. Zu wissen. So. Hier ist noch ein Trainer. Gut. Dann, oh, super. Super. Sehr gut überlegt. Ja, hau du mal rein hier. Flügelschlag. Aufstieg. Kein Aufstieg. Aber gleich. Na komm schon, du kriegst es hin. Oh, fick dich. Nimm den hier in your face und level up. Yes. I'm such a fool. Yes, you are. Hier war auch nochmal ein Item, aber das ist eine Schnuppe. Eigentlich habe ich gar keine Lust auf diese Islands gerade. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja nochmal so eine riesige Karte eigentlich. Ich will das Spiel ja nicht durchhaben. Ich weiß, klingt ein bisschen so, als ob ich es nicht mehr abkann. Das ist nicht so, aber... Irgendwann muss alles mal sein Ende haben, nicht wahr? So, jetzt kommt ein Doppelkampf. Und dafür werde ich einfach mal... das hier einsetzen, damit ich es mal einsetze halt. Ihr wisst Bescheid. So... Einmal das weg, dann
Nach, komm. Du sollst nach oben gehen. Nach oben so. Und dann nehmen wir Snorlax. Es ist ein Lachs. So. Ja, du denkst, du kannst nicht verlieren. Ha, falsch gedacht, Baby. Gut, dann setzen wir einmal den gegen den ein und den gegen auch den. Was? Oh, tot. Critical Hit. Schöne Sache. Burns. Alter. Du dachtest wohl, du wärst es. Tja, was ist wohl doch nicht. Oh, that's too much. Yes, I know, I'm great. Kann ich die auch mal zusammenkriegen? Nee, scheint nicht so vor den sich tanzenden Typen da. Beende ich jetzt erstmal den Part und im nächsten Part gucke ich erstmal, was wir hier so alles kriegen können auf dieser Island Doodle Dudes. Wie groß ist das Island? Ah, bin ja fast schon angekommen. Und hier ist dann Island 2 und hier ist Island 3. Gut, zum Glück sind sie nicht groß. Es gibt natürlich noch mehr Islands, wo auch noch so ganz viele andere Sachen, so legendäre Pokémon und so sind, aber die kriegt man nur durch Events oder durch Cheats, je nachdem. Und beides kann ich auf den Emulator nicht anwenden. Doch, Cheat schon, aber will ich nicht. Sagen wir es mal so. Wäre ja scheiße. Und ja, nach den Islands begeben wir uns dann zurück zu, naja, zu der Kanto-Region. Und machen da dann ein bisschen weiter. Und müssen natürlich auch noch den achten Orden holen. Und natürlich auch noch die Liga. Und dann ist das Spiel durch. Aber bis dahin erstmal. Ciao, Freunde.